Mein Name ist Ulrike Zubal und das ist Zeichensetzung. Cantar de Mio Cid. Das altspanische Heldenlied über den großen Kämpfer El Cid, darum soll es heute gehen. Geschrieben wurde es im frühen 12. Jahrhundert und es zeigt ein ganz anderes Bild vom Verhältnis zwischen Christen und Muslimen in Spanien in dieser Zeit. Wir haben uns das letzte Mal das altfranzösische Rolandslied angeschaut, was ungefähr 40 Jahre früher geschrieben wurde, und den Blick der Franken auf die Muslime gezeigt hat. Heute, dieses altspanische Heldenlied, da sieht das Verhältnis zwischen Christen und Muslimen ganz anders aus. Geschrieben wurde es wohl von einem Mozaraber, das heißt einem unter muslimischer Herrschaft lebenden Christen. Worum geht es? In diesem Lied geht es um den großen spanischen Helden Rodrigo Díaz de Bivar, den Cid. Ein Held der sogenannten Reconquista, der Rückeroberung des muslimischen Spanien durch die Christen. Das waren Araber und Berber gewesen, und diese Rückeroberung, diese Reconquista, die zieht sich hin bis 1492, bis zur Eroberung von Granada. Und in diesem Zusammenhang wird für die Spanier wichtig El Cid, ein Held, der gelebt hat in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts. Ein sehr aufregendes Leben hatte dieser Mann. Er diente dem kastilischen König Alfonso, wurde von ihm vertrieben, verbannt, kämpfte dann auf Seiten der Muslime, kehrte schließlich zurück. Er und seine Familie erlebten viele Widrigkeiten, aber er war militärisch sehr erfolgreich und alle loben seine Treue und Großmütigkeit und seinen Edelmut. Und das tut dann vor allem auch dieses altspanische Heldenlied. Ich lese Ihnen ein ganz kleines Stück auf Deutsch und auch auf Spanisch vor, damit Sie so ein bisschen den Ton dieses Liedes ins Ohr bekommen. Das ist die Stelle, in der Cid vom König vertrieben wird und nun alle Spanier traurig sind, dass dieser große Held nicht mehr bei ihnen weilen kann. Also zuerst auf Deutsch. Mein Cid Ruy Díaz ritt in Burgos ein, in seiner Begleitung 60 Fähnlein. Heraus traten ihn zu sehen Frauen und Männer. Bürger und Bürgerinnen sind an den Fenstern weinenden Auges, so groß war ihr Schmerz. Aus aller Munde kam die eine Rede: Gott, welch guter Vassall, wenn er einen guten Herrn hätte. Das klingt jetzt auf Spanisch ungefähr so. Mio Cid Ruy Díaz por Burgos entrove, en sua compagna se saenta pendones, exien lover, mugieres e varones, burgueses e burguesas, por las finestras sone, plorando de los ojos, tanto avien el dolore. De las sus bocas, todos disian una razone. Dios, que buen vasallo, si hoviese buen señore. Ein bisschen hat man jetzt den Klang dieser Verse in den Ohren. Es sind insgesamt 3750 Verse auf Altspanisch geschrieben. Diese Verse sind reimlos, aber sie sind gekennzeichnet durch viele Assonanzen, also durch Übereinstimmungen, vor allem auch der Endsilben in den Vokalen. Das hat man ja schon auch aus diesem kurzen Stück hören können. Es ist sehr einfach geschrieben. Jeder Vers ist eine kleine syntaktische Einheit, ohne große Unterordnungen, Nebensätzen, sondern ganz einfaches Spanisch geschrieben. 152 Strophen insgesamt, die verschieden lang sind. Und je länger man sich das anhört,
desto monotoner klingt es auch. Der Wortschatz ist ein sehr geringer Wortschatz, sehr sparsam. Wir haben viele formelhafte Wendungen. Und das Ganze, die Wurzeln dieses Heldengesangs liegen wohl in den Psalmengesängen. Man kann sich die Form erklären aus dem Umstand, dass dieses Lied geschrieben wurde von Juglares, von Spielleuten, um 1140 in der Gegend zwischen Madrid und Saragossa. Und diese Juglares hatten ein unspezifisches Publikum. Sie sangen am Hof, auf Marktplätzen, in Wirtshäusern. Es waren Spielleute, die es verstehen mussten, den Text, die Musik, Mimik und auch Akrobatik zusammenzubringen und durch ihre Performance sozusagen ein kleines Theaterstück aufzuführen. Was an diesem Lied ist historisch verbürgt? Cid ist geboren 1043 bei Burgos und starb 1099. Er stammte aus dem kastilischen Adel und war am Beginn seines Lebens ein geachteter Gefolgsmann des kastilischen Königs Alfonso. Jetzt war in dieser Zeit, hatten sich ja die Muslime in Spanien breit gemacht. 750 waren die vertriebenen Umayyaden, die in Damaskus durch die Abbasiden-Dynastie ersetzt worden waren, geflohen über Nordafrika, dann nach Spanien gekommen und hatten ein christliches Land angetroffen, das aber nicht römisch-katholisch geprägt war. Denn Spanien war lange Zeit arianisch geprägt. Das heißt, die Christen dort glaubten, dass Jesus als Mensch geboren wurde und nicht als Gott. Und das brachte sie in eine große Nähe zu den Muslimen, die ja auch Jesus nicht als Gott, Gottes Sohn, sehen. Diese Nähe erleichterte dann auch die Aufnahme der fremden Araber und später der Berber. Bis Anfang 11. Jahrhundert lebten beide Kulturen relativ friedlich nebeneinander. Man bekämpfte sich, aber man achtete sich. Christinnen heirateten Araber, die Christen übernahmen sehr viele kulturelle Errungenschaften von den Arabern, die einfach in jener Zeit höher stehend von ihrer Kultur her waren als wir Europäer. Und man achtete sich. Wenn Sie an die Cordoba-Moschee denken, so ist diese Cordoba-Moschee entstanden im 10. Jahrhundert, ein Wahrzeichen auch der arabischen Kultur in Spanien, ein geachtetes Wahrzeichen. Im 11. Jahrhundert werden dann die Feindschaften immer größer. Die alte Umayyaden-Dynastie verliert an Macht und das Reich zerfällt in Teilherrschaften, die sogenannten Taifas. Und eine Teilherrschaft ist dann zum Beispiel Sevilla und eine andere Saragossa. Und nun nimmt im 11. Jahrhundert der Druck von christlich-fränkischer Seite zu. Immer mehr Franken begeben sich auf die Wallfahrt nach Santiago de Compostela, wo der heilige Jakob, der Apostel, liegt im Nordwesten Spaniens. Es kommt zu einigen Kreuzzügen dahin. Unter anderem wird auch Wilhelm IX. Von Aquitanien, also ein Franke, dorthin ziehen. Und er wird von den Arabern etwas mitbringen, nämlich die Lust zu singen. Er wird zum ersten Troubadour in einer provenzalischen Sprache werden. Als das muslimische Reich zerfällt in Spanien, kommen nun die marokkanischen Berber, Muslime, zu Hilfe. Und es entsteht Ende des 11. Jahrhunderts die Dynastie der Almoraviden, die Spanien
beherrschen, zwischen 1086 bis 1106. Auf sie folgen Hardliner, islamische Asketen, stärker asketisch geprägte Muslime, die sogenannten Almohaden, die zwischen 1147 und 1212 Spanien beherrschten. Und nun wird langsam aus Kämpfen, die immer geführt wurden, auch in den Jahrhunderten davor, um Städte, um Burgen, um Territorien, wird langsam ein religiös geprägter Krieg. Im Norden haben sich die christlichen Reiche festgesetzt. Dazu gehört Galizien, Asturien, Leon, Kastilien, Navarra, Aragon, Katalonien. Die Christen sind sich in dieser Zeit aber noch nicht ganz sicher, was den Islam angeht. Einige halten den Islam nach wie vor für eine alte heidnische Religion. Wenn Sie an das Rolandslied denken, der Bösewicht Marsilie, so heißt es, verehrt Mohammed und Apollo, also einen griechischen heidnischen Gott. Noch im 12. Jahrhundert sind sich weder Bernhard von Clairvaux noch Petrus Venerabilis, der Abt von Cluny, sicher, ob es sich beim Islam nicht einfach um eine Häresie handelt, also um einen Abfall vom christlichen Glauben, wie für sie der arianische Glauben eben eine Häresie gewesen ist. Und die Kenntnisse der Abendländer über diese neue Religion ist sehr, sehr spärlich. Das gilt für eigentlich viele, viele Jahrhunderte. Und die Frage ist, wie weit heute die Kenntnisse gediehen sind, die wir Europäer über den Islam haben. El Cid hat nun im späten 11. Jahrhundert in Nordspanien gelebt und sein Leben zeigt, wie es möglich war, von einer Seite auf die andere zu wechseln. Sein Lehnsherr Alfonso VI., der Herrscher von Kastilien und Leon, hatte seinen Mann, den er sogar zum königlichen Bannerträger gemacht hat, dem er seine Nichte Ximena zur Frau gegeben hat, den hat er verbannt, und zwar 1091. Cid fiel in Ungnade und trat daraufhin in die Dienste des Maurenkönigs von Saragossa, Noctadir, und seines Sohnes Mutamin ein. Er kämpfte für die Muslime gegen die Christen, unter anderem den Grafen von Barcelona, und siegte. Und er bekam von arabischer Seite den Ehrentitel Cid, von arabisch Seyjid, Herr. 1087 söhnte er sich mit seinem alten christlichen Lehnsherrn aus, wurde dann aber nochmal in die Verbannung geschickt, eroberte 1094 Valencia, was er dann als so seine Stadt beanspruchte, und griff von dort aus Kastilien an. Und er war, wie gesagt, ein militärisch hervorragender Kenner, ein großer Kämpfer vor dem Herrn. Und Alfonso musste sich mit ihm versöhnen. Schließlich kämpfte Al-Sid für ihn, behielt Valencia und hielt Valencia, die Stadt, auch gegen die Mauren, stirbt 1099, seine Frau stirbt kurze Zeit später, 1199. 13. El Cid hatte zwei Töchter, die Grafen von Navarra und die Grafen von Barcelona heirateten. Das sind sozusagen die historischen Fakten. Und wenn man sich das anschaut, die historischen Fakten, dann sieht man, dass es in dieser Zeit nicht um Glaubenskriege geht. Es sind keine Religionskriege, die da geführt werden. Religion ist auch immer ein Identitätsfaktor und das wird dann auch immer genannt. Aber in erster Linie geht es um die Macht der eigenen Familie, um die Macht des Clans, um die Macht des Stammes. Der Glauben und die unterschiedlichen Glaubensinhalte spielen eine nur periphere
Rolle in dieser Zeit. Die Reconquista, also bis dahin, ist keine Rückeroberung wirklich im Namen Gottes. Ein Juglar oder zwei Juglares haben aus dieser Geschichte des Cid dann ein Heldenlied gemacht. Sie idealisierten diesen großen Anführer und sie machten ihn zum Prototyp des edlen Ritters. Das ist nun genau die Zeit, in der das Abendland den Typus des Ritters geriert, indem er entsteht in seiner ganzen Ideologie. Ein Ritter muss treu, maßvoll und beständig sein. Im Deutschen heißt das trüve Maße stete. Er muss Witwen und Waisen schützen. Er muss ahne Lohn kämpfen, ohne Lohn, selbst wenn ihn sein Lehnsherr entlässt, muss er doch weiterhin treu zum Halten. Und all das erfüllt nun El Cid in diesem Versepos. Er hält immer treu zu Alfonso, auch als der ihn ohne Geld und mit seiner ganzen Familie verjagt. Er bleibt immer treu zu ihm und will eigentlich immer nur ihm dienen. Und er ist ein wahrer, tapferer Ritter, furchtlos. Es werden viele Schlachten in diesem Heldenlied geschildert, die historisch belegt sind, aber in Wahrheit kleine Gemetzel gewesen sind. Auf Arabisch heißen das Razzien, Razzia. Da treten so 100 bis 1000 Mann pro Seite gegeneinander an. Also ein unbedeutende Gemetzel werden da zu großen Schlachten geriert, so wie dann auch in unseren Geschichtsbüchern die Schlacht von Poitiers 732 zum großen Kampf der Christenheit gegen die Muslime gestaltet wurde, was überhaupt nicht stimmt. Auch das war ein kleines Gemetzel. Und danach gab es noch unendlich viele weitere Gemetzel. Das Heldenlied schildert Plünderungen von Städten. Dann kommen sehr viele Episoden aus dem erfundenen privaten Leben von El Cid. Man nimmt an einem Turnier teil. Man wird Zeuge des Schicksals der beiden Töchter. In diesem Heldenlied werden sie nämlich an zwei ganz schreckliche Männer verheiratet, die feige sind, die nur den Schatz, die Güter von El Cid haben wollen und sie wirklich diese Frauen ganz schrecklich behandeln. Es wird eine Löwenprobe geschildert, die El Cid sehr gut besteht, während seine Schwiegersöhne sich verdrücken und feige sind, kann er natürlich diesen Löwen ohne weiteres wieder in Gewahrsam nehmen. Ganz zum Schluss kommt dann auch noch die Schilderung eines Gottesurteils, eines Zweikampfes, in dem die beiden bösen Schwiegersöhne abgeurteilt werden. Überall und immer wieder ist vom Heldenmut seiner Gefolgsleute die Rede, die ihm in nichts in ihrer Ritterlichkeit nachstehen. Immer wieder, und das macht das Ganze so ein bisschen monoton sehr einfach, kommen Stereotypen zur Sprache. Immer wieder wird gesprochen, mein Cid, oder immer wieder heißt es, der zu guter Stund Geborene. Oder der mit dem krausen langen Barte, den sich der Cid dann auch regelmäßig raufen muss, angesichts des großen Leides, das ihm von seinem Lehnsherrn, aber auch eben von den Schwiegersöhnen angetan wird. Und diese Stereotypen, die eignen sich natürlich, kommen ganz anders raus, wenn man sie singt mit Musik und mit Akrobatik und Mimik vergleicht. Verbindet und das dann auf dem Marktplatz noch präsentiert, dann kommt das natürlich sehr gut zur Geltung. Aber wenn man es liest, ist es ein bisschen simpel, wirkt es ein bisschen simpel. Cid erscheint tatsächlich auch einmal im Traum ein Engel und seine Frau gibt am Anfang auch ausführlich ein Glaubensbekenntnis für den christlichen Glauben ab. Aber das ist es dann auch schon. Cid ist nämlich auch ein großes Schlitzohr, der zum Beispiel gleich am Anfang zwei Juden
betrügt, um an Geld zu kommen, das er in seiner Verbannung braucht. Unzid hat einen Mauren als sehr guten Freund und er hat einen Bischof als sehr guten Freund, der dann Seit an Seit mit dem Mauren in die Schlacht für Sid ziehen wird. Das zeigt doch, dass wir das da in Spanien um 1140 ganz anders sehen als 40 Jahre früher im fränkischen Rolandslied. Am Schluss widerfährt El Cid Gerechtigkeit. Er wird wieder in Gnaden und Ehren von Alfonso aufgenommen. Seine bösen Schwiegersöhne werden abgeurteilt. Gut verheiratet nach dem Motto: Ende gut, alles gut. Ich lese Ihnen noch den Schluss vor, damit Sie so auch noch mal ein wenig O-Ton hören können. Großer Jubel, Freude herrschte in der großen Stadt Valencia, weil als Sieger wieder kamen Cid Rodrigos tapfere Kämpfer. Griff an seinen Bart Rodrigo, Dank dem Herrn im Himmel droben, denn gerecht sind meine Töchter. Doch von Carrion das Erbe mögen's jene ruhig haben ohne Schande, und zum Trotze denen, die es anders wollten, kann die Töchter ich vermählen. Und Verträge mit Navarra und mit Aragon waren nahe, und mit König Don Alfonso traf man sich zu einem Bunde. Hochzeit hielten nun die Töchter, Doña Sol, Doña Elvira. Besser war die Hochzeit diesmal als die erste. Große Ehre brachte diese. Ehre wächst ihm, der zu guter Stund geboren. Aragonien und Navarra werden sie als Herren sehen. Heute sind ihm alle Könge Spaniens nahe Anverwandte. Seine Ehre strahlt auf alle. Der zu guter Stund geboren, er, mein Cid, der Herr Valencias, ließ die Welt an einem Pfingsttag. Jesus Christ schenk ihm die Gnade und Vergebung wie uns allen, dem Gerechten wie dem Sünder. Ich erzählte diese Taten meines Cid Rodrigo Diaz. Hier ist jetzt mein Lied zu Ende.